Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ja, die Natur ist ein Wunder und alles begegnet einem immer wieder. Ja, wenn wir den Baum nehmen, den Ast abbrechen, sehen wir in dem Ast den Baum wieder. Das nennt man Fraktale. Doch gibt es auch bei uns Menschen. Wir gehören ja auch zur Natur. Und darüber spreche ich heute mit unserem Gast, Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Er ist Neuropsychoimmunologe und wird uns mal auf die Reise mit den Fraktalen mitnehmen in diesem Interview. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Christian. Hallo, liebe Corinna. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe gerade ein herrliches Fraktal von dir mitbekommen, nämlich Neuropsychoimmunologie ist zum 100. Mal der gleiche Versprecher. Psychoneuroimmunologie. Ja. Also, lass uns zu dem Thema kommen. Es war einfach im Kollektiv, war genau. Das Fraktal da, das musste wiederholt werden. Absolut. Aber wir durchbrechen ja. Genau, wir durchbrechen. Jetzt machen wir mal eine ganz eigene Sendung heute, oder? Mal was ganz was Neues, Schräges, Interessantes, was viele wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Aber mich fasziniert das seit einigen Jahren schon, dieses Thema Fraktalgeometrie, weil ich auch überzeugt davon bin, dass das einer der wesentlichen Kennzeichen einer neuen Medizin sein wird, wenn wir fraktal lernen zu denken in der Medizin. Und ist recht komplex und ich versuche es so einfach wie möglich, etwas so Komplexes so einfach wie möglich zu erklären, dass es auch der Zuhörer oder die Zuhörerin verstehen kann. Super, dann würde ich direkt mal einsteigen, genau. Überhaupt mit dem Wort Fraktale. Ja. Was ist das überhaupt? Genau, also Fraktale sind Strukturen, nicht lineare Strukturen unserer Natur. Jetzt muss ich die Frage stellen, was ist Natur? Natur ist ja alles, was uns letztlich umgibt. Wir mit allem, wie wir sind. Und das heißt, alles Lebendige, alles Nicht-Lebendige der Natur ist eigentlich nicht linear strukturiert, nämlich fraktalgeometrisch erklärbar. Und das hat eine kleine Anekdote, wie das überhaupt so in die Literatur gekommen ist, das Thema Fraktalgeometrie. Nämlich in den 80er Jahren ist George Lucas, der Regisseur der Star Wars Filme, zu IBM nach Amerika, nach Kalifornien gekommen und hat dort einen Wunsch geäußert, einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, er möchte gerne, dass seine Luftschiffe, seine Raumschiffe durch naturalistische Gebirge fliegen. Also im Computer animiert sollen Gebirge sein, die so ausschauen wie Gebirge und nicht so komische kristalline Strukturen, wie man sie damals in den 80er Jahren noch hatte. Viele Zuhörerinnen kennen das vielleicht noch, diese Commodore-Computer, wo man noch so durch Kristallwelten ging, weil man letzten Endes offensichtlich die Mathematik noch nicht hatte, um fraktale Geometrie anzuwenden und damit naturalistische Natur abzubilden, Realitäten abzubilden. So, und hat also den Auftrag gegeben und die konnten das nicht. Die haben gesagt, also wir haben nicht die Mathematik für so etwas, wir müssen den Auftrag abgeben, und dann schlurft ein alter, beziehungsweise ein Mathematiker, den man schon auf die Seite gestellt hat, im Büro zum Denken abgestellt, mit dem können wir eh nichts mehr machen, kommt aus seinem Büro raus, ist der Benoît Mandelbrot. Und dieser Benoît Mandelbrot ist einer der genialsten Mathematiker der Neuzeit, der die Fraktalgeometrie erfunden hat und meinte, an diesem Thema arbeitet er schon lange und er würde jetzt gerne helfen und könnte jetzt sein Wissen zur Verfügung stellen und das Problem lösen. Und in der Tat, er entwickelte die Fraktalgeometrie. Und es ist eine sehr komplexe Geschichte und ich gehe da jetzt auch gar nicht groß in die mathematischen Details, wäre da wahrscheinlich auch überfordert, aber oftmals reicht ja auch, das Prinzip zu kennen, wie fraktale Strukturen sichtbar werden, wie wir so etwas, wie wir das überhaupt mal in unser gesamtes Denken einbauen können, dass es sowas gibt. Und da gibt es sehr schöne Beispiele eben an der Natur. Und da hattest du das ja eingangs schon erwähnt, nämlich der Baum. Und der Baum ist ein Phänomen, das ja, wie wir alle wissen, eine Gesamtgestalt hat, aber in sich sehr verästelt ist. Ja? Das fraktale Prinzip ist, dass auf verschiedenen Skalen
invariante Musterbildungen stattfinden. Also wenn wir einen Baum als Gesamtgestalt haben und wir brechen einen möglichst stammnahen Ast ab und halten, wenn wir das können, uns den vor die Nase, dann werden wir sehen, dass sich der Baum, die Gestalt des Baumes in diesem Ast wiederholt. Das heißt, wir halten uns den vor und sehen, hoppla, da ist ja ein kleiner Baum. Einfach nur ein verkleinerter Baum. Es ist aber nicht der gleiche. Das wäre jetzt linear. Er ist eben selbstähnlich, nennt man das. Ein Fraktal. Das heißt, er ähnelt dem Gesamtprinzip mathematisch sehr nicht linear. Und wenn wir von diesem Ast wieder einen abbrechen, dann sehen wir, dass wieder ein kleiner Baum ist. Der ist ein bisschen kleiner wie der davor. Und mit jedem weiteren Brechen dieser Äste sehen wir immer wieder Bäume. Kleiner, immer kleiner werden. Und dieses Prinzip der Musterbildung, der Wiederholungsstrukturen, das ist ein Prinzip, das sich durch die gesamte Natur zieht, belebt oder unbelebt. Das können wir zum Beispiel auch an einer Küste sehen. Wenn wir die Großbritannienküste uns anschauen, die ist ja sehr markant. Das hat eine ganz bestimmte Form. Ja? Die ist jedem geläufig. Und wenn wir da irgendwo in der Küste reinzoomen und das Zoom rausziehen und uns das Zoom anschauen, dann sehen wir, dass sich die Großbritannienküste im Zoom selbstähnlich wiederholt. Schwer erkennbar, aber mathematisch nachweisbar. Und wenn wir in das Zoom wieder reinzoomen, dann geschieht es wieder, dass die große Großbritannienküste sich in diesem kleinen Zoom erneut wiederholt. Mhm. Aber wie gesagt, nicht gleich, schwer erkennbar, aber durchaus mathematisch in Verbindung mit dieser großen Küste. Und so gibt es tausende Beispiele, die man heranziehen könnte, Wolkenformationen, Sand. Wir zwei sind Fraktale von einer Urperson. Es gibt nichts in der Natur, das nicht fraktal organisiert ist. Ich denke gerade an unseren Körper, dass ich im Ohr meinen ganzen Körper abgebildet habe. Ja? Die Chinesen mit der Akupunktur, mit der Fußgeschichte. Da habe ich ja, weißt du, alles trifft sich wieder. Ja, wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob wir da von fraktal reden. Ich würde eher sagen, der Gefäßbaum ist eine fraktale Struktur. Mhm. Da hast du ja auch den Baum, also das Gefäßnetz oder das synaptische Netz. Mhm. Oder jetzt geht es ja eher um so eine geometrische Struktur und nicht um einen Aspekt in deinem Körper, der alles repräsentiert. Stimmt. Wobei, Vorsicht, man könnte darüber diskutieren und vielleicht auch durchaus auch Verbindungen noch zu der Fraktalgeometrie finden. Also das man Beispiel sieht ist ja nicht hier ganz den Embryo liegen. Naja. Wir können diskutieren. Genau. Aber das, also ich würde jetzt mal sagen, also um dem Zuhörer ein Beispiel zu bringen, wäre eher im Körper, ist völlig richtig, unsere Hautstruktur. Also diese eigenartige Musterbildung auf der Haut. Das sind Fraktal, das ist eine Fraktalstruktur. Oder das Immunsystem, Knochentrabekel, ja. Also es gibt nichts, was nicht auch bei uns am Menschen, im Stofflichen, in unserem Körper, nicht auch fraktal organisiert ist. Das zeigt nur, es gibt nichts in der Natur, das nicht fraktal strukturiert ist. Und jetzt haben sich aber, und jetzt wird es spannend, Psychologen gedacht. Interessant. Also wenn die Natur so aufgebaut ist, wir aber nur 10% Stoffliches haben in der Natur und der Rest der Natur ist nicht stofflich. Energie, Information, Psyche. Dann postulieren neuerdings die Psychologen, dass es auch Fraktale gibt in der Psychologie. Und da wird es natürlich spannend für uns, zusätzlich, vor allem auch als Psychotherapeuten spannend, weil wir uns ja immer wieder sehen, erkennen können in Situationen mit unseren Klienten, wo wir Wiederholungen sehen, die durchaus auch krank sind. Ja, also das heißt, dieses ewige immer wieder reinkommen in Situationen im Leben, die man eigentlich hoffte, hinter sich zu haben, und plötzlich sind sie wieder da und man wundert sich, es darf doch wohl nicht wahr sein, es hat mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun, es scheinen tiefere Mechanismen zu sein, die einen dazu bringen, dass man immer wieder in die gleiche Situation, naja, gleich ist falsch, wäre linear, selbstähnliche Situation kommt. Ich zitiere immer ganz gerne ein Beispiel aus einer psychotherapeutischen Arbeit mit einem Klienten, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich bin echt total belastet, ich komme zu Ihnen, ich brauche jetzt Rat, mir geht's total schlecht, ich bin super belastet, und erzählt mir die ganzen Symptome, die er hat. Und dann frage ich ihn, ja, in welcher Situation sind Sie denn gerade? Könnte es etwas geben, dass Sie besonders belastet zurzeit? Und dann sagt der Klient, ja klar, ich bin jetzt in einer Scheidungssituation, ich lebe seit
seit einiger Zeit von meiner Frau in Trennung. Und jetzt ist es soweit, wir lassen uns jetzt scheiden. Und das nimmt mich sehr, sehr mit. Und dann frage ich ihn, ja, warum ist es so schlimm für Sie ganz persönlich? Und da sagt er, ja, ich habe 3 Kinder. Zwei sind schon ein bisschen älter, 15 und 16. Und dann geht es aber den Kleinen, den 8-jährigen Sohn, den er hat. Und um den macht er sich besonders Sorgen. Und der ist auch auffällig schon, ist auch schon sehr belastet. Und das quält ihn massiv. Und dann gehe ich weiter ins Gespräch mit der Person und dann erzählt er mir auch etwas über seine Biografie. Und er erzählt mir, dass auch er Scheidungskind ist. Er kommt auch aus einem größeren Familienhaushalt, hat 2 ältere Geschwister, die damals, als die Scheidung war, 13 und 14 waren und er selber 7. Und das ist eine Wiederholung eines Themas. Und wenn man sich mit diesen Themen besonders gut auseinandersetzt, viele Psychotherapeuten werden sofort nicken, sie kennen genau so etwas. Das ist schon sehr nah an dieser fraktalen Idee, dass dieser Person sozusagen in einem Wiederholungsmuster Ähnliches passiert, nämlich, sagen wir es mal, dem Sohn von ihm Ähnliches passiert, was ihm selber passiert ist. Also eine Art Retraumatisierung, die aber in der nächsten Generation stattfindet. Und er spürt das, als ob er der Kleine wäre. Also er ist dann schon, jetzt könnte man fragen, ja, warum macht er denn das dann? Ja, würde jetzt jeder sagen. Ja, warum tut er denn dem kleinen Kind das dann an, wenn er selber erlebt hat, wie schlimm das ist, die Scheidung? Ja, jetzt kommt er in die gleiche Situation. Und da wissen wir Psychotherapeuten, die mit unbewussten Prozessen arbeiten, dass natürlich hier diesem Mann das nicht bewusst ist, dass er in so eine Situation steuert. Ja, das heißt, er hat in sich das Modell dieser Trennung, er hat in sich diese traumatische Erfahrung und in einer selbstähnlichen Wiederholung findet Jahrzehnte später selbstähnlich so etwas statt in seiner eigenen Situation mit seiner Ehefrau. Und es ist wirklich frappant, diese Beobachtung, die man machen kann, wenn man da mal genau hinguckt, dann wieder gibt es in verschiedensten Konstellationen Wiederholungen im Leben, psychologische Wiederholungen, die sind einem unbewusst. Da kann man nichts tun. Fraktale kann man nicht einfach so machen, sondern die passieren einem, weil man in sich drinnen dieses Prinzip hat und das ebnet den Weg hin in eine Wiederholung. Die Wiederholung zu durchbrechen, würde ja dann Sinn machen. Die Wiederholung des Negativen zu durchbrechen, würde Sinn machen, denn wir haben ja auch positive Wiederholungen. Also ich denke jetzt an so manche gesunde Menschen, die immer wieder auch in Situationen kommen, die ihnen auch gut tun. Ich denke jetzt an Erfolge, ich denke jetzt an was gibt es da für einen Spruch, der scheißt immer auf den gleichen Haufen? Weißt du, dieses, ja, der Glück hat, der kriegt immer das, oder der Geld verdient, das wird einfach, genau. Das wäre ein Fraktal. Richtig. Dieses Fraktal wäre mal interessant, wie man das kreiert. Wie man das kreiert, genau. Also ich kann dazu nur sagen, also weil du redest von Durchbrechen solcher Fraktale, weil natürlich negativer, ist das wichtig. Ja. Weil es ist ja negativer, belastender Fraktal, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man sie durchbricht, überhaupt keine Frage. Und interessanterweise sind sie ja über mehrere Generationen nachvollziehbar. Also das betrifft ja nicht nur das Leben in einem, sondern es ist ja über manchmal transgenerational beobachtbar, wie sich so etwas wirklich über Generationen spinnt. Und da ist natürlich die biografische Arbeit wichtig, ja, dass man wirklich guckt, dass man diese tiefliegenden Konflikte, diese Modelle, die man da mitbekommen hat, bearbeitet, aufarbeitet. Und dann lassen sich diese Fraktale, wenn nicht entfernen, so doch zumindest ausdünnen, ja, dass das nicht mehr so dramatisch abläuft, sodass man vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das Kind in dem Alter ist, wo man selber war und wo man normalerweise sich jetzt scheiden würde, um das Fraktal auch wirklich weiterzubringen, vielleicht einfach nur eine schwere Ehekrise hat, die dann repariert wird, weil man genug Psychotherapie gemacht hat, um jetzt mit dieser Partnerin in einen Kompromiss zu gehen und nicht zu sagen, wir trennen und lassen uns scheiden, sondern wir versuchen das jetzt zu bearbeiten, weil wir darum wissen, dass es da in uns tief drinnen eine Wiederholungsstruktur gibt, die wir nicht noch einmal wollen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt miteinander versuchen, einen Kompromiss zu bilden und zusammenzubleiben. Und dann wird dieses Kind nicht traumatisiert durch die Scheidung. Was wäre, wenn dieses Fraktal in der Person dafür sorgt, dass die Lebensumstände so konzipiert werden, also auch sein Verhalten, sich so unbewusst ins Negative verändert, dass es überhaupt zu dieser Trennung kommt. Also dass wir
das Kreieren sozusagen. Exakt so ist es. Wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit. Genau. Das ist ja ein altes Thema, das tun wir ja. Ja. Thema wäre halt jetzt gewesen, wenn er bewusst mit sich gewesen wäre, so nach dem Motto, oh, das hat mir damals, man hört das ja, die Leute erzählen es ja, die sagen, oh, die Scheidung damals hat mir schon zugesetzt von meinen Eltern. Mhm. Dann wirklich zu sagen, okay, bewusst hinschauen, sich einen Therapeuten nehmen und sagen, ich gehe nochmal zurück in dieses Urtrauma, ich gehe mit dieser Situation in Frieden, ich vergebe meinen Eltern, gehe da nochmal in diese Prozesse, dann kommt es ja gar nicht dazu. Völlig richtig. Also das wäre der Ansatz, dass man so eine ausgeprägte Selbstwahrnehmung auch hat und eine Reflexion betreibt mit sich, dass man sich das mal anguckt, was sind denn die schlimmen Dinge, die ich erlebt habe in meinem Leben. Einfach mal eine Rückschau hält, vielleicht auch mit einem professionellen Partner, einem Psychotherapeuten, einfach mal sich in sowas hineinbegeben und sich fragen, woran krankt mein Leben? Was sind Dinge, die da passiert sind, die wirklich belastend waren? Und ich möchte nicht, dass die nochmal stattfinden im Sinne dieser fraktalen Idee, sondern ich möchte sie auflösen, ja, zum Platzen bringen. Ja, und das ist möglich. Ja, ich glaube auch ein Schlüsselthema ist so das, was werfe ich meinen Eltern vor? Weil das ist ja auch was wir gern reproduzieren, weil das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Mhm. Und laufen ja dann in dieses Fraktal mit Gaspedal rein, oder? Exakt so ist es, richtig. Genau. Und der Punkt ist, wenn ich jetzt vorhin zu Beginn von einer neuen Medizin gesprochen habe, dann würde ich mir wünschen, dass sozusagen nicht nur biopsychosozial gedacht wird. Also dass sozusagen wir immer beim Menschen den ganzen Menschen betrachten. Mhm. Biologisch, psychologisch und sozial. Sondern dass wir auch die fraktale Idee in dieses Biopsychosoziale reinbringen und damit wissen, dass wenn es was psychologisch passiert, also zum Beispiel das, was diesem Mann da passiert, der sich scheiden lässt und der sein Kind erneut in die Situation bringt, in der er selber auch schon mal war und so litt, dass da ja auch viel Biologie mitläuft. Und dass sozusagen in dem Moment, wo er das erlebt und so schwer belastet ist, das möglicherweise ist, was er als Kind auch schon mitgekriegt hat. Sodass sozusagen eine psychosomatische Geschichte sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg entwickelt und immer wieder so in fraktalen Strukturen stattfindet. Und da wären wir bei der chronischen Erkrankung, die durch Außenfaktoren ausgelöst wird, durch Stressoren, durch Belastungen und eigentlich in einer immer ähnlichen Konstellation abläuft. Das kann dann eine bestimmte Krankheit sein. Das heißt, es gibt bestimmte Trigger, die einen besonders belasten und man reagiert mit einer ganz bestimmten Erkrankung und die läuft schubweise, kommt wieder zur Ruhe, bis dann wieder ein Außenfaktor kommt, dann flackert das Ganze wieder auf. Ich denke da an Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, die ja in Schüben verlaufen, wo man sich ja die Frage stellt, wo kommen denn die Schübe her? Fallen die vom Himmel? Sind die genetisch bedingt? Oder, und jetzt kommt der Punkt, sind sie möglicherweise Ausdruck dieser biopsychosozialen Einheit, die sich über das gesamte Leben hinweg zieht und wo der Körper eigentlich nichts anderes ist als Repräsentant, als Ausdrucksgeber der Geschichte, die da läuft. Und so stelle ich mir eine neue Medizin vor, dass sie den Menschen in der Zeit zieht, in so fraktalen Mustern zum Beispiel, und Körper, Geist und Seele als Einheit sieht und damit auch eine chronische Erkrankung, die so ausschaut, als ob sie körperlich wäre, in Wirklichkeit eine biopsychosoziale Erkrankung ist, wo ich über die Information, über die psychosoziale Information möglicherweise die wirklichen Taktgeber erfahre, warum der Körper immer wieder schiebt, immer wieder Probleme macht, immer wieder schmerzerfüllt ist, immer wieder autoimmun reagiert, immer wieder mit Krebsrezidiven reagiert, immer wieder mit Infarkten reagiert, mit Insulten, mit anderen schweren Auffälligkeiten, die einen sogar umbringen können. Ja, also das ist ja auch so das Thema dieser neuen Medizin, auch im Hinblick dessen, dass wenn wir eben nicht bewusst leben, dass unser Körper uns ja die Landkarte spiegelt für die Themen und da halt dementsprechend auch die Bereiche zuordnen. Und ich fand auch ein ganz spannendes Thema, dass gerade eine Generation, die so stark an Demenz erkrankt ist, traumatische Kriegserlebnisse hatte oder auch in der Kindheit folgen Generationen, die einfach so viel schlimme Dinge erlebt haben, die nicht die es nicht mehr erinnern wollen. Völlig richtig. Ja, und sich dann wirklich die Demenz kreieren, weil sie mit eben diesen
schlimmen Erinnerungen nicht mehr in die Rückschau gehen wollen. Also die Demenz ein Ausdruck ist für den unbewusst gewollten Erinnerungsverlust. Mhm. Und damit wären wir drin in dieser biopsychosozialen Idee von Demenz, dass man versucht, Demenz zu verstehen. Und wichtig ist ja, dass es auch transgenerational durchaus ein Thema sein kann, weil auch die Traumatisierungen der Vorgeneration werden ja an die nächste Generation weitergegeben. Du musst die Traumatisierung nicht selber erleben. Es reicht aus, dass sie dein Elternteil erlebt hat, sie nicht verarbeitet hat und sie dir in einem Modell in die nächste Generation mitgegeben hat. Und du damit durchaus Traumatisierung indirekt, unbewusst miterlebt hast und möglicherweise auf selbe Trigger, die die Traumatisierung auslösen, reagierst wie dein Vater oder deine Mutter, die das wirklich real erlebt haben. Aber du hast es sozusagen nur über das Modell, das Lebensmodell, das sie dir mitgeben, mitbekommen. Und trotzdem reagierst du drauf. Vielleicht nicht mehr so schlimm, aber du hast es noch in dir und es kann durchaus auch mit Krankheit in Verbindung stehen. Würde auch dafür sprechen, dass die zum Beispiel hatte ich auch mit einer Frau ein Beispiel, die konnte keine Kinder kriegen, hat dann auch eben in ihrer Biografie dann mit einer Regressionssitzung herausgefunden, dass es eben Abtreibungen gab in den Generationen davor. Mhm. Und dass es da einfach diese Muster übertragen worden sind. Aber ich glaube, da ist die Schulmedizin noch ein bisschen weg davon, oder? Geht man da schon so hin, dass man sagt, hier mal... Bisschen weg davon? Ich versuche immer so. Also, ich würde mal sagen, die nie nur ein bisschen, sie ist überhaupt nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Ja, ja. Und ich denke, das ist aber so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Aber klar ist es so. Und diese armen Frauen, die kommen jetzt in eine künstliche Medizin, die kommen jetzt in eine Abzockmedizin, die letzten Endes über künstliche Befruchtungsversuche verzweifelt versucht, diese Frau schwanger werden zu lassen. Das sind keine bösen Mediziner, nicht missverstehen. Nee, sie haben einfach nicht das gelernt. Spektrum nicht. Ja. Sie haben das Spektrum nicht. Mhm. Und sie sind zusätzlich in eine ökonomisierte Medizin eingebettet, wo es durchaus darum geht, auch Geld zu verdienen. Und wenn du diese Kombi hast, sozusagen, du hast keine Ahnung von dem, was eigentlich das Ganzheitliche ausmacht, plus du kriegst Geld dafür, dass du es nicht anwendest, dann hast du natürlich durchaus ein Riesenproblem in der Medizin. Und das haben wir ja vor der Nase. Exakt das passiert ja tagtäglich in der Schulmedizin oder in der Biomedizin. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und das Beispiel, das du gebracht hast, ist ein fantastisches Beispiel, das durchaus man ja auch die Überlegung machen muss, wenn in Vorgenerationen abgetrieben wurde, gab es ja Gründe für die Abtreibung. Und diese Gründe für die Abtreibung können ja ein Ablehnen eines Kindes sein. Es kann ja sein, dass man ein Kind nicht wollte und dass dieses Nicht-Wollen unbewusst gespeichert ist in einer Generation, die jetzt nicht mehr abtreibt, aber die es gar nicht mehr zulässt, dass schwanger wird. Mhm. Und wenn man das auflöst und wenn man da zum Beispiel mit jemandem psychotherapeutisch arbeitet, dann bin ich überzeugt davon, kann man so etwas auch über psychologische Intervention ausdünnen und der Frau die Möglichkeit damit zu geben, ohne künstliche Befruchtung schwanger zu werden. Also abschließend von dem Interview jetzt wirklich dieses Bewusstsein, die Fraktale in dem eigenen Leben besser wahrnehmen zu können, oder? Richtig. Das wäre für mich eine tolle Sache, wenn vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, es ist echt kinderleicht eigentlich. Es ist was leicht gegeben. Es ist nicht etwas, was man groß verstehen muss in der Komplexität der Mathematik. Es reicht, das Grundprinzip zu verstehen. Und jeder hat die Chance, da draußen mal in sich zu gehen und zu gucken, hey, wo sind denn meine Wiederholungen? Die können wirklich sich ganz eigenartig zeigen, wenn man da richtig erfahren ist. Also ich könnte hier stundenlang darüber reden, was ich schon beobachtet habe in meinen psychotherapeutischen Gesprächen, wo man sich manchmal denkt, Wahnsinn, wie sich diese Fraktale, diese selbstähnlichen Muster in unterschiedlichsten Bereichen der Existenz zeigen. Das ist also nicht nur dieses einfache Beispiel von dem geschiedenen Mann, ja, sondern das hat zum Teil also wirklich ganz, ganz eigenartige Entwicklungen. Und wenn man das lernt, dann kann man sogar Dinge, die einem nicht bewusst sind, selber einem bewusst machen, indem man einfach nur auf die Musterbildungen guckt und dann wird einem was deutlich, was davor möglicherweise vergraben war. Mhm. Super. Ja, in der heutigen Zeit finde ich auch, dass genau diese Prozesse jetzt auch stattfinden. Die Leute werden sich dessen mehr bewusst. Wenn man da jetzt noch ein bisschen sich einlesen möchte oder so, du hast ja auch immer mal ein paar
Bitte. Ja, ich habe gerade jetzt wir haben ein Buch rausgebracht, Das Unsichtbare hinter den Sichtbaren, gemeinsam mit Magdalena Singer. Und da habe ich zum Beispiel auch ein Kapitel geschrieben über diese Fraktale im Zusammenhang mit Joseph Beuys, dem bekannten Künstler, der ja dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Der ist ja 1986 gestorben. Und da habe ich so diese Fraktalidee mal bei diesem Künstler aufgemacht. Könnte recht interessant sein. Und jetzt in den nächsten Wochen, beziehungsweise es ist ein weiteres Buch erschienen zu den Interviews und Texten und Leserstimmen zu meiner Haltung der derzeitigen Krise gegenüber, die ich ja sehr, sehr kritisiere, wo ich die Schulmedizin sehr kritisiere, aus einer ganzheitlichen Perspektive heraus. Man hätte vieles anders machen müssen. Und das wird in diesem Band, der gerade jetzt im Dezember veröffentlicht wurde, auch deutlich dargestellt. Ja, super. Dann vielen Dank für dein Wirken, deine Arbeit und weiterhin viel Erfolg bei deinen neuen Erkenntnissen. Und ich hoffe, dass wir die bald zu hören bekommen wieder. Alles klar. Danke. Ciao, tschüss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, Thema Fraktale. Kann man sich dann wirklich mal so im Leben schauen, wo die sich immer wieder reproduzieren und dann vielleicht auf die eigenen Themen kommen. Viel Erfolg dabei, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.